Bam, 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 bam. Komm schon, nochmal die. Oh, shit. Der Flex-Typi und der Reinigungsmann. Ich glaube, ich mache zuerst den Flex-Typen. Dreimal flexen, einmal säubern. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob der Schaden macht, wenn ich da auf diese komische Sterne trippe. Aber stimmt, dann wären sie ja nicht da. Jetzt muss ich drei Armbeugen machen. Oh, shit. Das sind blaue. Ich kann ja mal stehen bleiben. Das ist einfach nur Wasser. Und jetzt müsste er weg sein. Yo. Verdammt blöder irgendwas. Ah, shit. Da. Oh. Spielt Pizza ab. Ich werde jetzt säubern. Grün bedeutet sauber. Falsche Seite. So. Komm, noch mehr heilen. riecht nach Waschmittel. Und verschonen. 55 Geld. Ganz schon viel. Wie viel habe ich jetzt? 228. 228 ist schon viel, finde ich. Du vernimmst ein Gespräch. Sage so etwas nicht. Komm schon. Ich verspreche, ich werde nicht lachen. Hier gibt es auch noch ein Secret. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe es nur mal gesehen. Die Macht, ihre Seelen zu übernehmen. Das ist die Macht, vor der die Menschen Angst hatten. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier war. Oh, nee. Das ist erstmal das hier. Du Scheiße. Oh, shit. Hey, du da. Ich sah, dass du hier bist. Ich bin Onion-san. Onion-san, hörst du? Sag mal, Onion-san. Du besuchst Waterfall, was? Es ist toll hier, was? Du lebst jetzt hier. Du liebst es hier, oder? Ja, ich auch. Es ist mein Favorit. Auch wenn das Wasser hier seichter wird. Ich muss mich immer hinsetzen. Aber, hey, das ist in Ordnung. Besser als in der Stadt zu ziehen und einem überfluteten Aquarium zu leben. Wie alle meine Freunde. Außerdem ist das Aquarium sowieso voll. Also, selbst wenn ich wollte. Aber das ist in Ordnung. Hörst du? Andern wird alles berichtigen. Hörst du? Ich werde rauskommen und ins Meer leben. Mehr leben, hörst du? Und den Zahn, Alter. Hey, du da. Das ist das Ende dieses Raumes. Man sieht sich. Einen schönen Aufenthalt. In Waterfall. An den Zahn sieht man nie wieder. Erst mal sowas einbauen. Siren? Versteckt sich in der Ecke. Begegnet dir jedoch dennoch. Siren. Summen. Ich glaube Summen. Du summst eine Jazzballade. Siren begleitet deine Melodie. Siri, Siri. Simi, Simi. Ich glaube, da kann man auch ein paar mehr machen noch, aber ich verschone mal. 30 Gold. Der nördliche Raum enthält einen riesigen Schatz. Das weiß ich. Das hier könnte ich jetzt theoretisch auch schon machen. Ein unvergesslicher Song. Halt im Flur. Möchtest du mitspielen? Die ersten 8 Noten sind genug. Ich kenne noch alle, aber ich mache es trotzdem erstmal richtig. Für diese Macht gibt es keinen Konter. Ein Mensch kommt nicht an Monsterseelen. Wenn der Monster stirbt, verschwindet seine Seele. Man bräuchte irrsinnige Kraft, um die Seele eines lebenden Monsters zu absorbieren. Es gibt nur eine Ausnahme. Die Seele einer besonderen Spezies, auch benannt als Bossmonster. Die Seele eines Bossmonsters ist stark genug, um nach dem Tod zu existieren. Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Ein Mensch könnte diese Seele absorbieren, aber das geschah noch nie. Und es wird nie geschehen. Und das hier ist die Melodie. Es ist eine Statue. Das Gestein für ihre Füßen scheint trocken zu sein. Bitte nimm einen Schirm. Regenschirm mitnehmen. Ich habe jetzt einen Regenschirm und kann ihn jetzt darüber legen. Den Regenschirm auf die Statue platzieren und so. Du platzierst den Schirm über die Statue. Im Inneren der Statue fängt eine Spieluhr an zu spielen. Wenn wir jetzt erwarten.
Oben rechts, unten, unten rechts. Oben rechts, unten, unten rechts. Oben rechts, unten, unten rechts. Darf ich nicht vergessen? Oben rechts, unten, unten rechts. Oben, oben rechts? Nee. Ja. Unten, unten rechts, nicht oben, oben rechts. Ah, natürlich. Ah, fick dich, Monsanto. Handschuh. Whoop. Es ist ein legendäres Artefakt. Mitnehmen? Yo. Du trägst zu viele Hunde. Was? Nerviger Hund. Und ein kleiner weißer Hund. Er schläft tief und fest. Du platzierst den Hund. Shit, warte mal. Hätte ich nicht den draußen machen können, Tor? Hätte ich noch nie gemacht. Der Hund absorbiert das Artefakt. Hätte ich das theoretisch eigentlich nicht hier draußen machen können? Was wäre denn dann passieren? Passiert. Habe ich noch nie gemacht. Natürlich jetzt scheiße. Werde ich nie erfahren. Doch, kann ich. Ich glaube, einmal kann ich. Ich glaube, im General Run kann ich das nochmal versuchen. Wenn er da ist, weiß ich nicht. Den Ringschirm nehmen wir nochmal mit. Weil draußen nämlich. Es regnet. Ist zwar nicht wichtig, einen mitzunehmen, aber. Jo, du hast einen Regenschirm. Wunderbar. Kommt er jetzt einfach mit? Lass uns weitergehen. Ich glaube, der kommt auch mit, wenn man keinen Regenschirm hat. Mann, Anden ist so cool. Sie kämpft gegen böse Typen und verliert einfach nie. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jeden Tag ins Bett machen. Wenn ich wüsste, dass sie mich bekämpft. Nein, ich habe keine Angst. Ganz viele Wasserwürste. Eine Blume. Also, vor einiger Zeit hatten wir ein Schulprojekt, bei dem wir auf Blumen aufpassen sollten. Der König, Herr Dreamore, hat die Blumen selbst gespendet. Er kam zur Schule und hat uns etwas über Verantwortung und so beigebracht. Ich habe nachgedacht, yo, wie cool wäre es, wenn Anden zur Schule kommen würde. Sie könnte alle Lehrer fertig machen. naja, wahrscheinlich würde sie nicht die Lehrer fertig machen. Sie ist einfach zu cool, um unschuldige Leute zu verletzen. Das Schloss. Und die Steine am Himmel. Aber wenn ich jetzt endlich nochmal so rausgucke, guckt er eigentlich auch dahin wieder? Jo. Jo, dieser steckt mich schon an hier. Ringschirm zurücklegen. Aber dieser Vorsprung ist viel zu steil. Jo, du willst doch Anden sehen, richtig? Klettere auf meine Schulter. Wupp, wupp. Jo, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde meinen Weg. Ich hätte ihn einfach so am Kopf so packen können, dann hochziehen können, oder nicht? Die Menschen erklärten uns den Krieg aus Furcht vor unserer Macht. Sie haben plötzlich und gnadenlos zugeschlagen. Der ruhige Klang einer Spieluhr in der Ferne erfüllte dich mit Entschlossenheit. Wenn ich die Spieluhr eigentlich nie gemacht hätte, hätte man das trotzdem gehört? Also, hätte der Schwächerpunkt was anderes denn gesagt? Weiß ich nicht. Letzten Endes konnte man es kaum einen Krieg nennen. Gemeinsam waren die Menschen zu stark und für Monster zu schwach. Nicht eine Seele wurde absorbiert und zahlreiche Monster wurden zu Staub. Ja, Menschen sind schon ganz schön scheiße. Haben wir sich das mal so überlegt. Ganz schön kacke. Ist schon wieder so dunkel, bestimmt wieder Anden. So unerwartet. Naja, ich darf natürlich nicht da reinlaufen. Eigentlich nicht so schwer, Alter. Ich versuche jetzt aber mal einen Run hier durchzugehen. Upsala. Bin schon ausgeflippt. Mal gucken, wo es hier lang geht.
Ich glaube, irgendwie nach unten erst. Irgendwann nach rechts hin. Hier nach rechts? Nee. Noch nicht. Wenn es überhaupt nach links war. Ich weiß es nicht mehr. Links und dann irgendwann rechts. Hier ist auch nicht rechts. Ah, jetzt wird schon schneller. Ich glaube, ich bin schon richtig. Ja, ich bin jedenfalls richtig. Das ist eine große Plattform. Dann kann ich einfach rechts lang. Bam. 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 Und das war's. Nein. Es hört sich sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist heruntergefallen, nicht wahr? Geht es dir gut? Hier, nimm meine Hand. Efkite, wie? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist... Gelbe Blumen. Das ist nur ein Tipp. Ich bin auf gelben Blumen gelandet. Der Wasserfall scheint von der Höhendecke herabzufließen. Manchmal fliegen Müllteile hier runter. Und direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosem Müll. Er erfüllt dich mit Entschlossenheit. Ja, auf jeden Fall. Müllhaufen. Hier sind einige Marken, die du wiedererkennst. Du legst deine Hand auf das rostige Fahrrad. Von der Hupe kommt ein schwaches Hubsignal. Nur Müll. Ein kaputter Desktop-Rechner. Das andere ist leer. Müll. Es ist eine Kühltruhe. Es ist kein Markenprodukt und wurde kaum genutzt. Im Inneren befinden sich ein paar gefrorene Riegel mit Astronautenfutter. Einen Riegel nehmen, wenn ich noch Platz habe. Ah, natürlich trage ich zu viel mit mir rum einfach. Scheiß auf Monsterbonbon. Ganz ehrlich. Jep. So. Es ist eine DVD-Hülle. Zu einem Anime. Zitternder Spuren. Von Klauen sind dann in den Ecken. Ein Schrotthaufen. Sieht aus wie eine gewöhnliche Attrappe zum Trainieren. Möchtest du zuschlagen? Nö, ich bin ja lieb und so. Ich starte euch für einen kurzen Augenblick an, in die Augen. Und dann das. Du bist wohl zu verschüchternd, um gegen mich zu kämpfen, was? Ich bin ein Geist in einer Attrappe, die in einer Attrappe lebt. Der in einer Attrappe lebt. Mein Cousin lebt da auch in einer Attrappe, bis du aufgetaucht bist. Als du zu ihm sprachst, dachte er, es handele sich um ein nettes Gespräch. Als die Dinge, die du gesagt hast, schrecklich, schockierend, unglaublich. Es hat ihn direkt aus der Attrappe verjagt. Mensch. Ich werde deine Seele aus deinem Körper verjagen. Böse Attrappe blockiert den Weg. So, jetzt könnt ihr natürlich mit der auch reden. Aber erstmal Analyse. Oh, Verteidigung, Fragezeichen. Weil ein Geist ist, werden physische Angriffe scheitern. Schwach, schwach, schwach. Oh, ihr Idioten! Pass auf, wohin ihr mit eurer Magie zielt. Oh. Hey, du, vergiss, dass sie etwas über Magie sagte. Du redest mit der Trappe. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Ich besiege dich und nimm deine Seele. Oh.
Oh shit. Natürlich bewegst du dich dann auf einmal. Hüpf bösartig hin und her. Ich verwende deine Seele für die Barriere. Ja, mach mal. Boah, da waren ja schon viele Treffer, Alter. Es riecht nach einem Modegeschäft. Ich werde das Fenster eines tollen Geschäfts ziehen. Nee. Na, trifft das? Jo. Ja. Böser Trappe verliert Baumwolle über die gesamte Textbox. Wann wird alles, was ich. Dann wird alles, was ich möchte, mir gehören. Oh, jetzt fallen die schon runter. Oh, alle haben ihn getroffen, Alter. Was? Ja, ich denke, das recht, mein Cousin. Ich glaube, mindestens einer muss immer treffen, wenigstens. Weil der hat ja nicht direkt Leben und so. Hier war noch einmal sein Name. Boah, das war gut getroffen. Hey, Leute! Dummies, Dummies, Dummies! Erinnert ihr euch, als ich sagte, nicht auf mich zu schießen? Also, Fehler! Ihr seid gefeuert! Ihr werdet alle ersetzt! Jetzt wirst du meine wahre Macht spüren. Ich setze auf Leute, die kein Müll sind. Mechanische Geräusche für den Raum. Dummy-Bots Magieraketen. Magieraketen einfach. Oh shit. Hab mich getroffen. Neuer Versuch. Ja, jetzt haben wir alle getroffen, Alter. Dummy-Bot, seid ihr dumm? Oh scheiße, ich muss rechts rum, ja. Kommandiert die Geschosse herum. Dummy-Bots, letzter Angriff. Oh, der hat sogar echt getroffen. Der wird nicht treffen. Oh shit. Der trifft, ja. Alter, alle. unmöglich. Die sind sogar schlechter als die vorhin, Leute. Wen kümmert es? Wen kümmert es? Wen kümmert es? Ich brauche keine Freunde. Ich habe Messer. Ich habe keine Messer. Aber das ist egal. Du kannst mich nicht verletzen. Und ich dich nicht. Du wirst hier festsitzen. Für immer. Für immer. Für immer. Was zur Hölle ist das? Nee, Säureregen. Ach, vergiss es. Ich bin hier weg. Entschuldige. Ich habe dich gestört, oder nicht? Als ich kam, ist dein Freund sofort verschwunden. Oh nein, es schien, er hätte Spaß gehabt. Oh nein, ich wollte nur Hallo sagen. Oh nein. Ah, Napster Blue. Naja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Oh, komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Aber mache dir keinen Stress. Ich verstehe, wenn du beschäftigt bist. Ist schön in Ordnung, keine Sorge. Ich dachte nur, ich biete dir das an. Ach, der Napster Blue. Kleine Depriman. Hey, mein Haus ist hier oben. Wenn du es sehen willst. Oder eben nicht. Du vernimmst eine beruhigende Stille. Du bist von Entschlossenheit erfüllt. Wenn ihr es genau noch erinnert, ist hier nämlich die Ente. Die Ente trägt mich einfach nur darüber und das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen, weil das ewig dauert. Obwohl, könnte ich ja nicht machen, weil ich was trinken will. Und dieser kleine Vogel möchte sich herumfliegen. Nimmst du das Angebot an? Klar. Das Coole ist natürlich jetzt, dass wir nochmal machen müssen.
Hallo. Whoop.